Ach, Chaos Imperator Drache, Moment. Ah. Ja, doch. Doch. Da gab's was. Ich habe den noch nie gesehen, dass den jemand spielt. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich hab noch nie gesehen, dass den einer spielt. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt gespielt wird. Real Talk. Da muss ich jetzt nachgucken. Ich bitte um Verzeihung. Eine der Chaoskarten. Ja, Gesandter des Anfangs, Gesandter des Endes. Die kamen aber auch erst später, ne? Die waren. Ich weiß gar nicht, ab wann die dazukamen. Karte war sehr lange verboten. Ja, das kann sein. Es gibt ja zig Karten, die auf der verbotenen, limitierten Kartenliste versauern. Wobei man auch nicht weiß, wie die da überhaupt drauf kommen. Ich habe vergessen, in dem Haus die Pokémon mitzunehmen, ne? Ich hätte die Pokémon mitnehmen können. Depp. Ja, von mir aus kriegt Flummel so eine Bär. Sollst da hinten für uns ein paar Erfahrungspunkte farmen. Aber ja, also wenn ich spiele, werde ich wahrscheinlich wieder Goat-Format spielen, weil es halt einfach das Angenehmste ist. Was ich halt auch dringend mal spielen will, ist das Digimon-Kartenspiel. Ich habe die Karten sogar auf dem Tabletop. Ich habe bloß niemanden, der mit mir spielt. Sad Story. Ich werde mal meine Furries anhauen, die sind nämlich auch Kartenspiel-Fans. Vielleicht kann ich da einen mal irgendwie kidnappen und dazu zwingen, mit mir Digimon zu spielen. Weil ihr wisst, ich bin seit Jahr und Tag bin ich Digimon-Fan. Und jetzt, wo das Digimon-Kartenspiel neu aufgesetzt wurde, gibt es kein Halten mehr. Wird sowieso noch mehr Digimon-Zeug auch hier auf dem Kanal kommen. Weil ich habe ja Dark Slicer schon mehrfach jetzt angehauen, dass wir mal mit Digimon World 2003 zumindest mit den Aufnahmen anfangen. Und ja, ich will ja tatsächlich mich durchkämpfen bis zu den aktuellen Digimon-Spielen. Bei der Karte gab es eine Kombo. Aha, gab's ein Lied an. Aber keine Karte ziehen, okay. Ich hab mal diese komischen Kombos. Aber zur Zeit ist ja sowieso nur noch. Das hat sich ja auch verändert. Zur Zeit. Früher gab es halt solche Kombos, bei denen du selber gucken musstest, was ist. Heute gibt es halt eine Art von von Yu-Gi-Oh! Monster. Und ab da ist Feierabend. Dann funktioniert's. Du machst Zauberbuchmonster oder. Ich zum Beispiel spiele gerne Naturia-Monster oder sowas oder DDD-Monster. Und die funktionieren dann einfach zusammen. Du machst ja nicht selber die Strategie, sondern du spielst quasi eine Art von Typ. Und das ist sehr, sehr schade, dass sich das verändert hat, weil das war früher halt wirklich, du musst dir deine eigene Strategie bauen. Und das ist halt leider der Weg allen Kartenspiels. Man versucht immer so lange was Neues zu machen, bis man. Wusstest du, dass das neue Digimon-Kartenspiel auch in Englisch rauskommen soll? Ja, das weiß ich. Ich hoffe sehr, weil davon hängt es tatsächlich ab, ob das Spiel weiterlebt oder nicht.
dass genug Leute sich die physischen Versionen kaufen. Wenn sich genug Leute das physische Kartenspiel kaufen, dann lebt es weiter und dann kommt das, dann überlebt das. Und dann kommt das auch zu uns rüber und eventuell werde ich sogar ein paar physische Versionen kaufen. Einfach bloß, damit das Kartenspiel überlebt. Die da unten sind die fertig geworden, okay. Oh Gott, wir sind das Porenta los. Ja, was heißt das Auge? Das heißt, ja, zu viel Kaffee getrunken, kann ich mehr einschlafen. In dem Fall, unser komisches Flurmel schreit so rum, dass niemand mehr schlafen kann. Natürlich brennen wir. Ich wünsche mir, dass es vielleicht irgendwann eine deutsche Version gibt, also meines Wissens bei Kartenspielen nicht so auf der Ver... Doch. Also, das Vanguard-Kartenspiel gibt es, glaube ich, bei uns auch. Das Dragon Ball Kartenspiel gibt es auf jeden Fall bei uns. Yu-Gi-Oh! Gibt es bei uns. Also Kartenspiele, wenn ein Kartenspiel wirklich die Big Three besiegt. Nein, ich möchte den dann nicht verlassen, ich möchte weitergehen. Und überlebt, dann erscheint das bei uns auch. Dafür muss es halt erst so lange überleben. Das ist das einzige Problem. Big Three? Ja. Die drei großen Kartenspiele. Das ist das Problem. Es gibt drei große Trading Card Games. Ich habe mal Vanguard Zero gespielt und das war alles auf Englisch. Okay, dann Vanguard nicht. Yu-Gi-Oh!, Pokémon und Magic. Genau. Das sind die drei großen Pokémon. Die drei großen Kartenspiele, die es gibt. Und wenn ein neues Kartenspiel dazukommt, hat es immer extrem Probleme, gegen diese drei zu überstehen. Kartenspiele, die das geschafft haben, sind eben Vanguard, Weiß-Schwarz und das Dragon Ball Kartenspiel. Und wenn wir Glück haben, überlebt das Digimon Kartenspiel auch. Und ich würde mich sehr freuen, weil, wie gesagt, ich habe die Karten auf dem Tabletop. Und als großer Digimon-Fan werde ich auf jeden Fall mal für mich ein paar Runden spielen. Gegen Freunde. Ich weiß noch nicht, was für eine Farbe ich machen will. Aber es müssen halt genug, gerade auch so kleine Shops die Karten bestellen, nicht nur irgendwelche Supermärkte, sondern halt auch so Spieleladen, die dann Turniere veranstalten, weil das daran machen die fest, ob sich das lohnt, als Franchise zu integrieren. Und wenn genug Leute das kaufen, bei Vanguard ist halt wahrscheinlich hierzulande das Problem gewesen, haben zu wenig Leute das gekauft, physisch, und deswegen ist es hierzulande, hat das nie so funktioniert. Dragon Ball zum Beispiel haben hierzulande auch viele Leute gekauft, deswegen gibt's das noch. Es hängt halt wirklich immer davon ab, wie im Land die Leute das kaufen. Und wenn allgemein viele Leute physische Versionen kaufen, dann überlebt das Spiel erst. Dies ist geweihter Boden. Euresgleichen hat hier nichts zu suchen. Ich bin Entei. Der Vulkan ist mein Zuhause. Verlasst diesen Ort. Und zwar sofort. Entei. Ganz...
So, soll ich mal hier uns einen Spaß erlauben? Okay, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte, dass es funktioniert. Nein. Das wird nicht geheilt. Eimer hier Walzer eingesetzt, Entei tot. Also so ungefähr. Ach du Kacke. Seien wir mal ehrlich, das war jetzt schon ein Todesstoß. Also wenn der das nochmal. Ja, nochmal Walzer. Zack, 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 zack. Weg. Foi Foi überrennt den einfach. Ich wusste, warum ich Walzer so gebufft habe. Das Ding ist heftig. Euer bitterer Kampf hat Entei deutlich gezeigt, wie mutig Team Wolfoy ist. Ja, wir geben Entei. So, jetzt geht es mit dem Spitznamen wieder los. Gebt Entei bitte einen Spitznamen. Legendäre Bestie. Wieder eine gekillt. Mit Hilfe des Todeswalzers. Unbedingt die schönen Karten mit Artwork. Braucht man doch nicht immer. Eindeutig Melanie. Nein. Eindeutig nicht. Außer niemand anders hat einen Namen. Du, ich habe keine Ahnung von Vanguard. Ich habe nie Vanguard gespielt. Ich habe auch nie Magic gespielt. Melanie. Ihr bleibt dabei, hä? Na gut. Wenn ihr das unbedingt wollt, dann ist es halt so. Selber schuld. Vulpix. Ich gebe jetzt Vulpix einen Namen, weil... Oh, ich habe mich verdrückt. Eagle Lava braucht keinen Namen, weil wir hatten schon einen Eagle Lava. Das war voll voll. Blurmel kommt gar nicht erst mit. Ja, erwähnen, aber nie gespielt haben. Toller Wolf. Ich persönlich muss auch nicht jedes Kartenspiel spielen, aber ich kann es als Beispiel für Spiele, die überlebt haben, nennen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Digimon-Kartenspiel überleben wird. Ich hoffe es sehr. So, Leute, Name für Glutexo. Dann sind wir 2 Stunden im Stream, dann können wir für heute auch mal irgendwann Feierabend machen. Unter anderem auch, weil ich dringend aufs Klo muss. Hassan. Was ist aus Force of Will geworden? Das gibt's, glaube ich, auch noch. Bin ich mir aber nicht sicher. Könnte auch sein, dass es aufgegeben hat. Gut, kommt nix, dann ist es Hassan.
am nächsten Morgen. Gut, Leute. Jetzt machen wir noch zwei Sachen. Drei Sachen. Drei Sachen müssen wir noch machen. Plonk. Als allererstes will ich mal gucken, ob wir inzwischen die Entwicklungsgeoden zusammen haben, um Alexander zu entwickeln. Sieht nicht so aus. Nee. Wir brauchen 4. Und wir haben, wie viele? 3? 2, auch da oben steht's ja. Wir haben erst 2. Dauert ja Jahre, bis wir die zusammen haben. Nein. Nein. Ich will damit reden. Aber wir haben eine Entwicklungsgeode dabei. Das will ich hervorheben. Wir haben sie dabei. Ja, wir lagern jetzt mal ein bisschen was. Also die Nadeln muss ich dringend mal wegwerfen. So. Ja, stimmt, ein Sparbandana kann ich mal... Achso, nee, jetzt habe ich eins, das ich ausgerüstet hatte. Ach Gott. So, ich möchte nämlich jetzt heute, was wir heute noch machen auf jeden Fall, Alexander ein bisschen boosten. Jetzt muss ich bloß wissen, wo der sitzt. Also, Glutzeug wahrscheinlich nicht üppig mehr. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Da. Volkwappenteich. Verstärken. Also erstmal ein paar KP mehr. So, Eisen. Eisen erhöht Verteidigung, ne? Ich meine, es gibt ja einige Demon-Fans, das will ich hoffen. Und Zink. Der Verteidigung kann auch nicht schaden. Und Genauigkeitsbrause für die Hydropumpe natürlich. So, und jetzt mit Gummis vollpacken. Initiative ist das Vieh gar nicht mal so schlecht, aber der Rest lässt zu wünschen übrig. Unnachgiebigkeit oder Magenfüller? Nee, unnachgiebig. Oh, jetzt habe ich Magenfüller genommen. Ja, ist egal. Wurf-Item-Fluss. Ja, warum nicht? Nee, nochmal Magenfüller will ich nicht. Das Pokémon kann ja Psychokinese. Ja, kann es. Autoheilkraft erhöht bei allen Geschwindigkeiten mit der Tipp. Ja, das finde ich eigentlich am besten. Ist zwar immer noch nicht das, was ich eigentlich will, aber immerhin. Gut, Leute. Dann die letzte Frage, die sich heute stellt, nachdem wir die Mission aus der Post geholt haben. Die Frage, die sich immer stellt... Welche Flagge ist im nächsten Stream? Wir haben ja heute ein bisschen was geschafft, ne? Da können wir uns jetzt mit einer schönen Flagge belohnen. Also, welche Flagge ist beim nächsten Mal dran? Ihr sagt an. Die Kussflagge, sagst du, Fisch?
Libiscus. Jetzt steht Libiscus gegen... gegen, Kuss... Kussmund. Ach komm. Nehmen wir das Libiscus. Ich habe mehr Lust auf Libiscus. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, ihr lasst mir jetzt auf YouTube auf jeden Fall ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben und ja. Wir sehen uns auf jeden Fall bei beim nächsten Stream wieder. Und bei weiteren Projekten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wer noch Lust hat, heute 21 Uhr ungefähr wird der gute Hutz wieder streamen. Ich gebe wieder eine Ankündigung auf dem Discord an Streamfan. Und ja, ich bin wieder als Gast dabei. Bis dann. Tschüss.